Die neuen Räume in der Augustinusschule in Dülmen wurden jetzt bei einem Pressetermin vorgestellt. Auch wenn außen noch etliche Arbeiten laufen, innen sind bereits viele Räume so gut wie fertiggestellt und nutzbar. Aktuell nehmen mehr als 300 Schülerinnen und Schüler hier am Unterricht teil. Daneben nehmen mehr als 200 Schülerinnen und Schüler am offenen Ganztag teil. Die Anforderungen an den Ganztagsbetrieb in den Schulen ist immer größer geworden und dementsprechend mussten wir hier auch die komplette Schule erweitern. Es gab bis dato keine Mensa, es gab keine Aufenthaltsräume, es gab kaum Nebenräume. Und um dann den Ansprüchen der modernen Schullandschaft auch gerecht zu werden, wurden umfangreiche Maßnahmen getroffen. So wurden halt ein neuer Klassenbautrakt errichtet, der vor gut anderthalb Jahren schon eingeweiht worden ist mit 4 neuen Klassen. Das Herzstück der Schule ist die neue Aula. Sie wird auch im Rahmen des offenen Ganztags als Mensa genutzt. Im Bereich der Essensausgabe laufen noch Restarbeiten. Der Kühlraum kann bereits genutzt werden. Aktuell befinden wir uns dabei, hier eine große neue Mensa zu errichten. Ganztag bedingt halt auch immer, dass die Kinder mittags versorgt werden mit Essen und dazu muss halt ein großer Raum geschaffen werden. Und zudem werden sämtliche anderen Räumlichkeiten hier gerade komplett ertüchtigt. Sind halt deutlich in die Jahre gekommen und die alte Flurschule gibt es in der Form ja gar nicht mehr. Mittlerweile hat man halt zu jedem Raum auch einen Nebenraum, wo dann separate Angebote angeboten werden. Und das bedingte halt eine umfassende Umbaumaßnahme. Ein neuer Aufzug macht das Gebäude barrierefrei, denn er hält in jeder Etage, auch im Altbau. Auch ganz wichtig, die Schule hat jetzt eine neue Adresse. Früher gab es keinen wirklichen Eingangsbereich. Jetzt sind wir jetzt hier im Eingangsbereich, im neu geschaffenen Eingangsbereich, sodass man hier in eine Schule reinkommt und auch eine Adresse hat und die Schüler sich auch wohlfühlen und einen guten Verteiler haben. Vom neuen Zwischentrakt geht es nahtlos hinüber in die vorhandenen Klassenräume. Allerdings haben auch hier Umbauarbeiten begonnen. So findet derzeit eine Verlegung des Lehrerzimmers und der Verwaltung statt. Ja, die Kostenfrage ist eine gute. Wir werden jetzt wahrscheinlich bei knapp 6 Millionen Euro auskommen. Vielleicht wird es ein bisschen mehr werden. Natürlich haben da auch die Ukraine-Krise, die Materialverknappung und auch die Handwerkerauslastung eine Rolle gespielt. Das wird jetzt ein bisschen teurer geworden als ursprünglich gedacht. Die Umbauarbeiten zeigen Wirkung. Durch Sanierung der vorhandenen Räume und Austausch von neuen Deckenleuchten wirkt das Ganze jetzt wesentlich heller und freundlicher. Die Fachleute hoffen, die Umbauarbeiten bis zum Jahresende 2023 abschließen zu können. Allerdings steht dann der Abriss der vorhandenen Turnhalle bevor. Denn ein Neubau ist geplant. Dafür wurde der Stadt Dülmen bereits ein Förderbescheid in Höhe von 1,9 Millionen Euro vom Bundesinnenministerium überreicht.